Der ist nicht echt. Nee, so sondern willkommen zu, willkommen zu dem, wie angekündigt, ich mach mal ganz kurz das hier, Sekunde. Ja, willkommen zu dem Wir sind 10.000 Video, nämlich ab dem 7. März sind wir 10.000 und ab heute, dem 9. März, bin ich 6 Jahre LPR. Ja, was kann ich dazu sagen? Das ist eine Menge und das ist eine verdammt lange Zeit. Ich habe ja gesagt, ich will mich dazu jetzt mal äußern und mache das auch mit Cam, weil Gesicht und so. Fakt ist halt, ich möchte eigentlich nicht in die Kamera gucken, aber ich möchte auch nicht mich immer sehen. Also, das ist schwierig im Grunde, was ich hier machen will. Fakt ist einfach, ich will mir angewöhnen, nicht immer so an den Bildschirm zu gucken, den meine Kamera hat, weil ich mag den Bildschirm, weil ich sehe dann, dass ich noch da bin und noch lebe. Aber ich möchte eigentlich auch in die Kamera gucken, weil ihr da seid. Letztendlich möchte ich euch angucken und nicht... Ich drehe das doch wieder, das stört mich. Auf jeden Fall, ein Riesendanke für eure gesamte Treue, muss ich jetzt mal wirklich nochmal komplett sagen. Und auch, dass ich jetzt 6 Jahre im Grunde LPR sein kann und durfte und auch das Glück habe, so eine tolle Community zu haben. Fakt ist einfach, ich kann nicht oft genug im Grunde Danke sagen, weil letzten Endes, ihr guckt euch das Ganze an. Ihr seid diejenigen, die sich 6 Jahre, einige haben sich wahrscheinlich jetzt 6 Jahre den Scheiß schon angetan bei mir und haben sich gedacht so, ja, was ist mit dem passiert? Und wir sind ja wirklich zusammen durch Plus und Minus gegangen, das ist schockierend manchmal. Und ich bin da immer noch sprachlos, wenn ich mir da immer so den Kopf darüber zerbrechen lasse. Also wenn ich denn so darüber nachdenke, was jetzt alles passiert ist in der Zeit. Auf meinem alten Kanal habe ich immer noch an die 17.000 Abonnenten und jetzt haben wir wieder die 10.000. Ergo, wir machen uns jetzt auf den Weg, meinen alten Kanal zu überbieten. Und ich glaube, das ist jetzt unser nächstes großes Ziel, den alten Kanal zu überbieten, wo jetzt eigentlich nur die ganzen Streams, die ich mache, einfach nur hochgeladen werden, damit der nicht komplett verrostet. Und ja, Fakt ist einfach, dass ihr euch trotzdem meine ganzen Sachen immer anguckt. Es gibt wirklich Leute, die schreiben Kommentare, wo sie meinen, ich like das Video erst und gucke es dann. Das zeigt mir einfach, dass Leute schon wissen, dass sie meine Videos mögen. Und das ist immer zusammen mit einem anderen Punkt ziemlich wichtig, weil das hat mir letztens in einem Stream jemand erzählt, dass es ihm richtig scheiße ging am Tag, ihm ist sämtliche Scheiße passiert. Und dann hat er sich meine Videos oder meinen Stream angeguckt und er hatte wieder gute Laune. Und das ist... das ist so dieser Punkt, wo du weißt, ich mache das aus einem Grund. Das Ganze hat irgendwo einen Grund und es kann sein, dass mein Gesicht hier komplett andauernd entgleist oder ich einfach nur dumm gucke. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich versuche jetzt wirklich in die Kamera zu gucken. Ja, das ist das und ich gucke da in so einen kleinen Punkt rein. Das ist ein bisschen verstörend. Nee, es ist, ich muss auch irgendwo, ich habe mir nichts zurechtgelegt. Ihr kennt mich, ich mache sowas nicht gerne. Und, ja, ich mach sowas nicht. Ich spreche lieber und stotter mir da einen zurecht und ihr seid dann davon genervt und guckt es trotzdem. Nee, also wir sind jetzt halt bei den 10.000 und für mich sind mittlerweile 10.000 doch wieder eine Menge, wenn man weiß, dass man es selber geschafft hat. Auf meinem alten Kanal wurde ich halt eine Menge gepusht von anderen großen YouTubern. Deswegen bin ich darauf 17.000, aber jetzt weiß ich ganz genau, das ist hier nicht der Fall. Es kam einmal ein ziemlich großer Push, als ich das Lighted Wars LP mit Weehawk zusammen hatte und der so freundlich war, das einmal bei sich zu verlinken in dem Video. Das war ein großer Push, der mal kam, aber seitdem machen wir das ja im Grunde alleine. Unter anderem auch, weil ich niemanden finde, der sonst was mit mir machen möchte. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich schreibe ja teilweise Leute an immer so, aber ich kriege nichts zurück und denke mir so, fucking asshole. Ja, das ist halt der Punkt, da ist man dann doch ein bisschen stolzer drauf, auf sich und seine Community, wenn man dann weiß, man hat das irgendwo selber geschafft. Und ich mache hier mit der Hand so, weil ich mag das gerne, wenn ich mit der Hand so mache. Ich sollte das lassen. Ja, auf jeden Fall, das war das. Und ich bin jetzt gerade noch mitten am Rendern, weil ich habe eine Riesensache noch am Laufen.
Ich habe nämlich gestern was mit jemandem aufgenommen, das werdet ihr auch demnächst zu sehen bekommen. Nämlich mit Sif Andy von damals, die ganz alten, was mich jetzt nochmal zu den 6 Jahren YouTuber bringt. Ich habe ja wirklich damals mit Madness Days angefangen und das war auch so wirklich meine ersten Schritte im Machen. Deswegen war ich froh, dass ich damals meine Jungs da hatte, mit denen ich das machen konnte. Aber die Kontakte mit den meisten sind leider wirklich auseinandergegangen, sobald wir aus der Schule raus waren. Was irgendwo kam, das ist menschlich, dass sowas leider passiert. Jedoch, mit Andy ist halt was anderes, weil er und ich sind in nahezu der... Wir haben eine ähnliche Branche und wir arbeiten in derselben Stadt. Fakt ist, ich bin Einzelhändler geworden und er ist in der Gastronomie. Ergo, wir wissen beide, wie es ist, mit Leuten zu arbeiten und wir sehen uns im Grunde regelmäßig. Entweder ist er bei mir im Laden, was er noch nie war, oder andersrum, ich bin bei ihm im Laden und deswegen sieht man sich auch häufig. Dann haben wir gesagt, wir nehmen jetzt mal was auf. Er ist zu mir gekommen, wir haben was aufgenommen, wir hatten super Spaß und ich bin hier noch mega am Rendern und am Hochladen, weil ich das Finale von The Walking Dead verkackt habe. Ohne Scheiß, ich habe mich da vorhin so megamäßig aufgeregt, als ich das rausgefunden habe. Aber das ist das Problem, ich mache das immer so, ich schneide und wenn ich dann gucke, so da kannst du schneiden, dann mache ich immer erst die Tonbearbeitung. Problem ist, ich habe es in dem Punkte vorher gemacht. Und dann, wenn ich das mache und dann, also erst die Tonbearbeitung mache und dann schneide, wird der zweite Part mit so einem ganz komischen Hall versetzt. Ich weiß nicht warum und ich kann mein Programm jedes Mal dafür schlagen, wenn es das tut. Fakt ist einfach, ihr müsst im Finale leider damit leben. Das tut mir unendlich leid, aber da habe ich mega verkackt einfach. Und ich habe absolut verkackt und atomverkackt. Habe ich nicht noch irgendwo eine Brille? Nee, habe ich nicht. Schade, ich wollte mir eine Brille aufsetzen, einfach aus Dummheit. Ich sag schon wieder M. Es gibt bestimmt Leute, die meine ganzen M-Szenen hier machen. Ja, auf jeden Fall, ich bin hier jetzt gerade noch mitten am Rendern und kann im Grunde nicht sagen, wie dankbar ich euch bin für all das, was ihr tut, für diese gesamten Spenden in letzter Zeit, auch die rasten ja auch komplett aus in meinen Streams, und für diesen super Boost, den ihr noch bekommen habt, für im Grunde nichts, ist ja auch nicht selbstverständlich, meine ich, und einfach alles. Dass ihr euch dann täglich die Zeit nehmt, euch die Videos anzugucken, was zu schreiben, zu liken etc. Ihr nehmt euch ja auch Zeit. Das ist ja nicht nur ich, der sich die Zeit nimmt zum Aufnehmen, Rendern, Hochladen. Seid ja auch ihr, die euch die Zeit nehmt zum Gucken. Und das wird oft vergessen, finde ich. Dass irgendwo die Leute ja... Ihr seid ja verantwortlich. Ihr seid ja verantwortlich für das Ganze. Das ist ein Teil-Teil-Job. Ich lade hoch, ihr guckt und das ist dieser Punkt. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen, weil ich... Nee. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, 10.000 Abo-Special wird auf jeden Fall auch kommen. Ich habe da schon eine schöne Idee, aber da wird ein bisschen mehr Arbeit drin stecken, als ich erwartet habe. Und da werde ich dann auch mal hoffen, dass ich das noch hinkriege, bevor ich am Donnerstag wegfahre. Weil ich fahre am Donnerstag nach Duisburg, fahre Freunde besuchen und bleib da auch bis Sonntag. Und ja, also ich werde ab Donnerstag nicht da sein. Ich werde euch zwar wahrscheinlich auf Twitter voll nerven mit Zeug und werde euch was vorher hochladen, damit ihr was zu gucken habt, aber ich werde in der Zeit halt nicht aufnehmen oder bearbeiten können, weil ich nicht da bin. Es wird auf jeden Fall jetzt noch einiges auf uns zukommen. Wir haben jetzt, das Jahr hat gerade erst angefangen und wir haben jetzt die 10.000 geschafft. Wer weiß, was dieses Jahr noch alles auf uns zukommt. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank, dass ihr und wir im Grunde 10.000 sind. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute.